Hallo Spielefreunde, hier ist wieder euer Mel, heute wieder mit einem kleinen Guide zu Valheim. Wir wollen es in diesem Video mal anschauen, wie man Karotten und wie man Rüben anbaut, also wie wir so ein bisschen Ackerbau betreiben. Wie einfach das doch ist, weil wir das Ganze unendlich für uns selber produzieren können. Und vor allen Dingen, warum sollte ich das Ganze auch tun? Das zeige ich euch in dem Video. Doch bevor wir anfangen, wäre es nett, wenn ihr meinen Kanal unterstützt und gerne ein Abo dalasst, dann verpasst ihr in Zukunft auch kein Video mehr von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und jetzt legen wir doch mal los. Damit wir, machen wir ein bisschen Luftsport hier. Damit wir überhaupt Ackerbau betreiben können, brauchen wir einmal den Pflug. Den bauen wir uns in der Schmiede. Hier sehen wir ihn. Dazu brauchen wir Kernholz, wir brauchen Bronze. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall den ersten Boss besiegt haben, damit wir eine Picke uns herstellen können, also die Geweihspitzhacke, damit wir Erze farmen können, und wir müssen uns eine Bronze Axt herstellen, so heißt das Ding, damit wir an Kernholz kommen. Ich meine, das können wir erst mit der Bronze Axt. Es könnte auch sein, dass ihr da eine Steinaxt für benutzen könnt, aber das müsst ihr mal gucken. Dazu müsst ihr im Dunkelwald dann die Kiefern verkleinern, da kriegt ihr Kernholz raus. So, jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Beetanbau. Also die Spitzhacke haben wir, den Pflug haben wir bei. Den nutzen wir dann auch zum Säen nachher. Aber wir müssen erstmal Samen haben. Um an Samen zu kommen, werden wir im Dunkelwald, oder mittlerweile heißt der Schwarzwald, das hat man umbenannt, die Karottenpflanzen hier finden. Diese können wir einfach mit E wirklich abernten, bekommen 3 Karottensamen raus und können dann hier mit der, mit der rechten Maustaste auswählen, dass wir Karotten pflanzen wollen, und können die dann einfach so setzen. Also so grob, ich sag mal auf dem Bildschirm, so ein Zentimeter auf anderthalb, das reicht für die als Platz, dann können wir die setzen. Das dauert ein paar Tage. Dann ist aus dieser Karotte gesund eine Karotte geworden, die man aufheben kann. Die nehmen wir uns einfach auf. Wir können das hier einfach mal machen. Ich habe hier so ein paar angebaut. Und damit haben wir unsere Karotten schon mal in erster Instanz für uns bekommen. Wichtig ist, gerade weil ich sagte, wir können das unendlich für uns produzieren, wir können aus diesen Karotten, die wir bekommen haben, hier direkt wieder eine Saatkarotte machen. Das heißt, wir können uns so eine Pflanze selber anbauen, wie diese hier, wo wir dann aus einer Karotte wieder 3 Samen kriegen. Das heißt, wir können unendlich Samen produzieren, müssen halt immer nur eine Karotte für uns behalten oder ein paar mehr, dann produzieren wir ein paar Samen mehr. Und so können wir aus den Karotten auch wieder Samen machen und aus den Samen wieder Karotten. Also haben wir nachher ein riesen Karottenfeld oder halt massig Karotten zur Verfügung. Das ist relativ sympathisch, finde ich. Bei den Rüben sieht es fast genauso aus. Hier gibt es diese Rübensamen, die findet ihr aber im Sumpf. Da müsst ihr also dann schon etwas besser ausgerüstet sein, finde ich, weil im Sumpf ist es doch etwas gefährlicher. Mal gucken, auch hier kriegen wir 3 Samen raus, die hatte ich bisher noch nie abgeerntet, zumindest nicht die angebauten, und wir können hier auch ganz normal wieder unsere Rüben pflanzen und abernten. Das sind dann diese hier, und wenn wir wieder ins Menü gehen, sehen wir hier, aha, eine Saatrübe, wo wir dann wirklich Rüben draus machen können. Braucht auch wieder nur eine Rübe und schon haben wir wieder 3 Samen. Das heißt, wir können da, wie gesagt, ohne Ende produzieren von. Das ist halt einfach nur eine Zeitsache. Baut da ruhig recht viel von an, weil die brauchen ein paar Tage, bis die gewachsen sind, und dann habt ihr die auf Vorrat. So, jetzt kommen wir aber zum Punkt, warum das so wichtig ist, das Ganze auch zu machen. Wir gehen dazu einfach mal an unseren Kessel. Den können wir ja bauen, sobald wir etwas Zinn haben.
Und wenn wir jetzt schauen, die Karottensuppe hier können wir uns herstellen. Ne, wir haben jetzt, also ich habe jetzt bis jetzt hier als Essen habe ich bisher Bärenmarmelade. Ich habe einen gelben Pilz oder einen roten Pilz, das sind vergleichbare Werte. Und ich habe das gekochte Fleisch. Das gekochte Fleisch ist somit mein hochwertigstes Lebensmittel, was ich da habe. Es gibt mir 40 Gesundheit und 30 Ausdauer. Bei der Bärenmarmelade ist es genau umgekehrt. Da haben wir 30 Gesundheit und 40 Ausdauer. So, jetzt haben wir den Pilz hier. Der gibt uns nur 20 Gesundheit und 20 Ausdauer. Das ist nicht wirklich viel. Zumal, wenn wir nachher auf den Bossfight gehen, dann brauchen wir natürlich so viel wie möglich Leben. Jetzt gucken wir uns hier mal die Karottensuppe an. Die gibt uns zwar auch nur 20 Gesundheit, gibt uns aber in dem Fall 60 Ausdauer. Das heißt, wir kommen da relativ schnell zur Potte, was das angeht. Und beim Rübeneintopf, jetzt habe ich eine Rübe zu wenig, weil wir die gerade wieder gepflanzt haben. Da wird sogar richtig Sinn machen, weil hier können wir uns das mal anschauen. Er gibt uns 50 Gesundheit und 50 Ausdauer. Damit ist das echt gutes Futter, sage ich jetzt mal, für uns. Gerade um einen Bossfight anzugehen. In Verbindung, wir können ja drei Sachen immer essen. Wenn wir es hier mal, ich futter jetzt einfach mal die drei Sachen. Ihr seht, mein Lebensbalken hier unten geht richtig nach oben. Der füllt sich jetzt auch relativ zügig dann. Und so können wir uns für den Boss, ihr seht es hier gerade, der springt richtig hoch. So können wir uns für den Boss natürlich richtig wappnen. Und kommen halt auch höher im Leben und halten halt länger was aus. Und wenn wir jetzt natürlich dann noch das bessere Essen futtern, dann geht dieser Balken nochmal höher. Und wir werden halt noch tankiger. Also von daher, guckt, dass ihr euch sowas herstellt. Guckt, dass ihr gerade auch den Rübeneintopf hieß das Ding, genau, herstellt. Der macht wirklich gute Werte. Ansonsten hier die Würste bringen auch noch gute Werte. Oder so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal das Glück hattet, eine Seeschlange zu killen. Der Schlangeneintopf bringt richtig gute Werte. Ne? Also wir reden hier über 80 Gesundheit, 80 Ausdauer. Über 2400 Sekunden und hat eine Heilkraft von 4 HP pro Tick. Das ist wirklich schon eine Hausnummer. Ne? Wenn wir jetzt mal den Rübeneintopf gucken, der hat 1600 Sekunden. Der ist halt noch wirklich kleiner und die Werte sind halt wesentlich besser bei dem Schlangeneintopf. Nur ihr müsst da echt das Glück haben, so eine Seeschlange zu finden. Ich kann euch da nur einen Tipp geben, wenn die euch mit dem Schiff hinterher, wenn ihr auf dem Schiff seid und die euch hinterher schwimmt, guckt, dass ihr an Land kommt und dann relativ schnell in der Nähe vom Land die zu erlegen. Das ist für euch am einfachsten. Gerade wenn ihr alleine unterwegs seid, also wir haben die jetzt mit zwei Mann gemacht, hatten Glück, wir waren in der Nähe vom Land. Und konnten die dann relativ schnell mit Pfeil und Bogen dann erlegen und hatten das Fleisch halt. Ja, soweit so gut. Das ist der Grund, warum ich sage, baut euch so ein kleines Ackerfeld an. Wichtig ist noch, das hab ich noch gar nicht gesagt, damit ihr sowas anbauen könnt. Ihr könnt hier nicht einfach auf so einer grünen Wiese was anpflanzen. Ihr müsst im Vorfeld den Bereich kultivieren. Das macht ihr halt auch hier rechte Maustaste mit der mit dem Flug, den ihr hergestellt habt, und dann könnt ihr so einen Bereich kultivieren. Heißt, ihr fegt den hegt den einfach mal durch, und ich würde sagen, ihr benutzt ein bisschen Dünger, den gibt es aber im Spiel noch nicht, und dann habt ihr den kultiviert und dann könnt ihr da auch was anpflanzen. Na, also so rein technisch, wenn wir jetzt hier so Karotte mal gucken. Hier sehen wir es, auf der Wiese können wir es nicht. Hier in dem Bereich können wir das. Das müsst ihr im Vorfeld noch beachten. Und eure, euer Feld solltet ihr vielleicht auch noch gegen solche Eindringlinge ein wenig absichern. Ja, so viel aber jetzt zu dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig was zum Sinn und Zweck des Ackerbaus zeigen.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten schreibt mir gerne auch was in die Kommentare. Ich bin auch für jede Kritik immer dankbar. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mel.